Mach den Typen fertig. Ich finde es immer so schön, weißt du, so, auch Chat hat irgendwie so jetzt diese Season keine Lust auf Jackpot. So. Hau ihn in die Fresse. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwentek Schmiede. Heute mal mit einem, ja, ich habe es ja gestern gesagt, wir spielen heute einen Wild Hunt Deck, wir spielen heute einen Frost Deck. Frost ist eine der wenigen Anführerfähigkeiten, die wurde mit dem Patch gebufft. Bevor wir loslegen, ein paar kleine Ankündigungen. Erstens, wir haben gestern im Stream, oder beziehungsweise jetzt heute, das, die Aufnahme ist mal kurz nach dem Stream, wir haben heute versucht, diese neue Karte aus Gwent rauszuziehen. Und wie man bereits in unserem Erzvorkommen sieht, wir haben noch 41 Erz, wir haben sie nicht bekommen. Wir haben ca. 1100 Kartenfässer aufgemacht, um an diese neue Karte zu kommen, weil ich sie euch natürlich möglichst schnell zeigen wollte, haben sie nicht bekommen, relativ doof gelaufen. Ja, irgendwann ist der Stream halt dann so ausgegangen, dass Shaiki hinzukam. Das heißt, auch heute in dieser Folge ist Shaiki mit dabei. Wer ihn noch kennt, wer ihn nicht kennt, ja. Und wir haben dann angefangen, für jede legendäre Karte, die wir gezogen haben und die nicht die neue Karte war, einen Shot zu trinken, weil wir quasi noch so ein Versprechen mal einlösen mussten. Das heißt, heute haben wir ein bisschen Alkohol getrunken mit diesem Wild Hunt Frost Deck. Julia sagt immer, ich möchte euch nur vorwarnen, wenn ich ein bisschen Alkohol getrunken habe, werde ich relativ fies. Das ist wahrscheinlich auch heute in dieser Folge so passiert. Aber trotzdem, wir haben White Frost gespielt, die weiße Kälte, White Frost, ne, hat einen passiven Effekt bekommen, dass wenn wir eine wilde Jagdeinheit ausspielen und in der gegenüberliegenden Reihe Frost herrscht, dass sie sich um einen Punkt verbessert. Dieser passive Effekt ist eigentlich relativ nett, gerade mit der wilden Jagd, weil Karten wie Eredin können mit 7 Punkten ausgespielt werden, Karten wie zum Beispiel das Bienenphantom können höher ausgespielt werden, Auberon könnte direkt 2 Punkte mehr machen. Das heißt also, insgesamt kriegt man mit diesem ganzen Deck ein paar Punkte mehr. Man kann das Deck auch noch umstellen. Es ist trotzdem relativ gut gelaufen. Das ist, wir haben es erstmal so gelassen, aber wir haben vielleicht auch jetzt nicht unbedingt gegen die besten Spieler gespielt. Man kann natürlich noch eine Menge umstellen. Es fehlt immer noch bei Wild Frost ein bisschen der Angriff. Wir haben tatsächlich Wild Frost letzte Season versucht. Es lief überhaupt nicht gut. Vom Punktlevel ist es gar nicht mehr hinterhergekommen. Mittlerweile in der aktuellen Meta ging es sogar tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass die Spieler vielleicht ein bisschen schlechter waren oder dass das Deck halt wirklich einen netten Buff bekommen hat. Aber auch andere haben gesagt, sie hatten momentan mehr positive Erlebnisse mit dieser Anführerfähigkeit. Es ist ein Buff, der dazu geführt hat, dass diese Anführerfähigkeit wirklich ein bisschen spielbarer ist. Und zwar, dass man halt immer einen Punkt extra generieren kann. Und das ist immer auch ein Deck, was relativ lustig ist. Aber ja, im Groben und Ganzen das. Wie das mit dem Kartenpack öffnen war, es wird morgen wahrscheinlich eine Special-Folge geben, so ein Zusammenschnitt, allerdings werde ich den jetzt in einem Tag nicht hinkriegen. Ihr werdet sehen, wie das dann halt morgen ablief mit dem, ja, mit dem Kartenöffnen. Es war ein sehr lustiger Stream, es war aber auch ein teilweise sehr frustrierender Stream. Aber ja, viel Spaß mit der Runden und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao. So mysteriöse Leute oder so, in Kapuze und so, schaut immer cool aus. I will not let this become a second Sion. Endlich Gwent, so 4 Stunden am Stream. Jetzt können wir endlich spielen. Wir haben die Karte nie gezogen, aber jetzt können wir spielen. So 4 Stunden Intro. Und die erste Runde gegen Jackpot. Ja, moin. Junge, du bist Rang 3. Wir will schnell möglichst auf Pro aufsteigen. Pro Niederlange einen Shot, oder? Ja, wir werden wahrscheinlich pro Niederlange einen Shot trinken. Hast du eigentlich schon die neue Karte gezogen? Nein, TJ. Sonst würden wir jetzt nicht Wild Hunt Frost spielen. Ach, ich spiele wahrscheinlich gegen irgendeinen Spieler, der wahrscheinlich nächste Season wieder nicht unter die Top 500 kommt und absteigt. Aber Hauptsache jetzt sofort Jackpot und schnell auf Pro-Rang aufsteigen. Ne? Das Spiel gar nicht genießt. Toxisch. Wenigstens wurde Jackpot genervt, ja. Jackpot ist immer auch die stärkste Deck. Meeresschakal. Oh, er lässt uns unsere Reiter rausholen. Schwerer Fehler. Wir machen jetzt richtig Druck. Ich finde auch übrigens, die Larven sind tatsächlich Nerf für Wild Hunt Frost, weil du kannst jetzt nicht mehr die Larven mit Jeels auslösen. Er fisst dich. Oh, das Schiff kommt raus. Okay. When the white frost comes, the world will at last be cleansed.
macht der Typ fertig. Ich finde es mal so schön, weißt du, so auch Chat hat irgendwie so jetzt diese Season keine Lust auf Jackpot. So. Hau ihn in die Fresse. Okay. Nose, mouth, any hole will do. Wir crushen den richtig, Alter. Frost macht richtig fertig. Bam, Alter, was willst du machen, Alter? Spielst hier, weißt du, spielst hier Jackpot, kannst aber nichts, 25 zu 8 schon so. Ja, moin. Er spielt ja auch mega langsam. Jetzt kommt ein 2-0-Push, passt auf. Mach den Typen fertig, bring ihn um. Nein. Wir wollen nicht zu ausfallend werden, ne? Aber Erde übertreibt es auch wieder. Uiuiui. Kriegst deine Kinder, Moment, gib ihm. Wir hassen alle, wir sind alle hinter dir, KFO, wir hassen alle White Frost. Wir haben noch eine legendäre Karte im Deck drin. Ich hätte ganz gerne eigentlich einen Nebling gezogen. Gibt es irgendeine legendäre Karte, die wir die Runde nicht brauchen? Oswell. Ach, den legendären ist sowieso nicht. Ich hasse ihn jetzt schon. Ich kenne ihn nicht, ich habe ihn nie gesehen, aber ich hasse ihn einfach nur, weil er ein Deck spielt. Das ist immer das Beste. Nein. Wenn wir verlieren, gucken wir, ob deine Gegner streamt. Wie sind jetzt die Bürgerwehr in Real? Ach, guck mal, er kommt sogar direkt mit dem Hurensohn an. Macht aber nicht genug Schaden. Ah, Freundchen. Oh, benutzt sogar die Anführerfähigkeit. No. Oh, gebaitet. Gebaitet. Guck mal. Wir verschieben einfach ganz kackendreist nach hinten. Ich sehe alles bei ihm. Und hau noch einen Goliath raus. Hab ich ja die Anführerfähigkeit von verschieben. Voll vergessen. Naja. Wie macht das? Wir haben auch Nagelfahr, wir ziehen diese Runde an Oswill nach, so er hat jetzt schon sein Gruselkabinett geopfert, so kriegt noch Frostschaden. Wenn er seinen Nahkampf ausspielt, haben wir noch ein weiteres Art Gave, so. Können direkt jetzt auf Null pushen, so Anführerfähigkeit raus, ja. Perfekt, ja. Versuchen es halt möglichst jetzt auf 2-0 zu kriegen. Any diamonds for little old me? Und wir haben immer noch die gute kurze Runde. Guck mal, wir könnten sogar pushen, könnten einen Kartenvorteil kriegen, aber ich will keine lange Runde gegen ihn spielen. No. Ich glaube, da war nicht die Engines weg. Naja, ich glaube, kurze Runde Push ist besser für uns. Das Verschieben hat den Befehlseffekt weggenommen, ja. Verschieben kann schon in manchen Fällen relativ gut sein. Mhm. Oh, guck mal, jetzt kommt Junior. Oh, ich bin so froh, dass sie diese Karte auf 4 Punkte genervt haben. Das hat ihn richtig genervt. Are you cold, human insect? Egal, wir machen einen kurzen Rundenpush. So. Wir werden die Karte nicht wiederkriegen, wir machen einen kurzen Rundenpush. Das Beste, das können wir nicht tun. Kann sogar mit Junior jetzt nochmal 3 Münzen ausgeben, zerstört unsere Engine. Ah, Junior ist so gut. Gibt keine bessere Karte als Junior momentan in dem Game drin. Da, 3 Münzen, bam, Alter. Der kann einfach alles zerstören mit 3 Münzen. Scheißegal. Flüsterin, Elfen, sogar jetzt mittlerweile verstärkte Ballisten so. Und Ziggy kommt raus, ja moin. Lots of prior experience. Worked with idiots my whole life. Doch bei Frost. Wir denken, dass wir seine Goldkarten raushauen. Wir machen weiter, wir machen richtig Druck. Ah, natürlich, die Selektion hätte ihn wegbekommen, das stimmt schon. Aber ich glaube nicht, dass wir natürlich Selektion in dem Deck spielen. Ah, nee, denke ich wahrscheinlich. Macht keinen Sinn. Weil natürlich Selektion ist eher auch so eine Nischenkarte. Ne? Wir versuchen wirklich noch all seine Goldkarten rauszuziehen. Wir werden noch unsere beiden an Ella ausspielen. Guck mal, Caesar kommt sogar. Ja moin, Caesar noch raus. Was hat Jackpot für die kurze Runde? The head. A fitting gift for our king. Vor allem, er kann auch nicht einfach so passen, ne? Wir können ja immer noch ordentlich Punkte machen. Wir haben noch einen Anführer, falls wir ihn wollen. Ja. Dafür ein bisschen mehr Frostschaden. Wir wollen ihn einfach. Oh, Philippa raus. Philippa raus. Er hat seine ganzen Goldkarten in der zweiten Runde gezogen. Wir können jetzt in Ruhe rausbiegen. Philippa, Gruselkabinett, Caesar, Ziggy, Junior. Komm schon, du hast noch Professor oder so.
Anführerfähigkeit auch komplett aufgebraucht. So, der hat nichts mehr für die nächste Runde. Den machen wir einfach nur einen Boden. Ich schaffe einen Boden, den Typen. Trotz Jackpot. Passiflora! Ja, moin, da ist es! Hat er noch irgendwas Besonderes Tolles? Können wir jetzt eigentlich passen? Komm, wir können passen. Boah, ich kenne die Decks nicht. Wir hatten eben auch. Also, wir hatten seit drei. Er hat nur Goldkarten gespielt. Er hat nur Goldkarten auf der Hand. Er hat keine Bronze, nur seine Goldkarten ausgespielt. Der hat wahrscheinlich noch irgendwie sowas wie Adriano oder so. Und vielleicht noch eine Verführerin? Könnte möglich sein. Alter Nebling. Ja, wir schaffen immer noch ein bisschen Frost. Bei Alter Nebling oder Larve, eine würde ich wahrscheinlich ablegen von den beiden. Was wollen wir ablegen, Schalke? Alter Nebling oder Larve? Eigentlich hm, Alter Nebling, oder? Wobei, ja, können wir was Besseres nachziehen? Ja, eigentlich nicht. Was hast du denn im Deck? Wir haben noch einen alten Nebling. Ja, eigentlich ist alles gleich. Behalten wir, komm. Ja, eben. Hoffen wir, dass er nichts mehr. Der hat bestimmt noch irgendwas. Da kommt jetzt noch irgendeine krasse Kombo oder so, der wird es schaffen von den Punkten. Also, ah, er hat eine Karte. Hat er eine Karte mehr? Nur? Nee. No, das ist sogar gleich viele Karten. How many sweet rolls could I get for a diamond? Jo, komm, Nebling bewegen wir hier. Oder die Straßenbengel. Wir lassen die Kinder einfach erfrieren, das ist okay. Er hat ja keinen Windspender mehr, das ist gut. Lassen die Kinder erfrieren. Ja, also gut, ja. Oh, und Saul hat er auch noch. Saul ist doof. Jetzt müssen wir direkt einen Erde benutzen. Damit wir auch das Maximale an Schaden rausholen. Damit Saul nicht zu hoch geht. Angelogener Kafu ist über normalen Kafu. Großmeister Jack hat da. Komm, er hat immer noch die ganzen Goldkarten, ne? Ach stimmt, das haben wir schon viele. Guck mal, er will jetzt sogar hier einen Buff haben, ne? Komm mal rüber. Ah, wir haben in die falsche Reihe leider reingespielt. Nicht gegenüber von Frost. Wir hätten Auburn nach hinten spielen sollen, weil der Gegner nur den Buff in einer gegenüberliegenden Reihe ist. Ne? Mhm. Aber egal, wir kriegen noch zweimal Larvenbuff. Der Nebling wird sich halt nämlich auf 6 Punkte verbessern. Und dann noch Auswahl für 14. To the fires with them. To the fire. Oh. Und das heißt, wir kriegen nochmal doppelt Gedeihen. Er kriegt nochmal Frostschaden. Das ist ja die letzte Karte. Komm mal, wir liegen schon mit fast 15 Punkten vorne. Das kann er noch tun. Adriano. Ich sag doch, er hat noch einen Adriano, ne? I've got the whole world in my hands. Ja, komm mal, wir lassen ihn nochmal richtig leiden hier. Dafür, dass du Jackpot spielst. Zack. Jackpot rettet ihn. Jackpot bringt ihn nicht auf Pro, der Junge, gegen uns. Da musst du schon besser spielen. Jackpot rettet dir nicht den Hintern. So. Einfach nur Jackpot. Jackpot bringt dich nicht auf Pro-Ladder. Du musst schon so ein bisschen was dazu können. Sonst kannst du auch von Wild Hunt Frost gebietet werden. So. Shot das ist halt Wissen über Matchups. Ja, das Wissen über Matchups. Wir wissen, was er hat auf Even verloren. Wir konnten erste Runde richtig perfekt Druck machen. So Jackpot rettet dir nicht den Hintern. Ne? Von daher Jackpot im Pro-Bereich, klar, super gefährliche Anführerfähigkeit. In niedrigen Rängen kannst du immer noch durch Skill ausgleichen. Kein Problem. Beziehung zu seinem Dad auch. Kein Sieg Hexler. Das Affenhaus ist Priorität. Ich mochte aber auch das Affenhaus. Also ganz ehrlich, der Berliner Zoo hatte ein so geiles Affenhaus, da bin ich auch furchtbar gerne gewesen. Ich glaube, das war auch der Grund, warum mein Vater da nach mir gesucht hat. Wales kann auch da. Ja, es gibt sogar in Berlin. Ein Kumpel hat mal geangelt in Berlin in einem See. Da sind teilweise Wälse bis zu 2 Meter. Er hat mal eine Wels gehakt. Der Wels hat ihn und sein Boot halt quasi durch den See gezogen. So ein Wels will ich halt, also ganz ehrlich, es gibt vieles, was ich halt nicht begegnen möchte, aber so ein Wels im Wasser, der 2 Meter lang wird, nee, danke, da hört's auf. Muss ich nicht begegnen in meinem Leben. Der das ganze Boot einfach nur so lang zieht. Welches Tier wäre, Schalke, welches Tier wärst du gerne für ein paar Tage, wenn du es könntest? Ich glaube ganz ehrlich, ich, das Tier, was ich...
Was ich am meisten sein würde, wäre irgendeins, was fliegen könnte. Aber dann irgendwas, was halt nicht durch andere Flugtiere angegriffen werden kann. Also müsstest du das. Oh, aber selbst wenn, also bei meinem Glück, was ich habe, ja, so mit den Karten ziehen, würde ich dann irgendwie eine Flugzeugturbine gesaugt. So was anderes ist doch gar nicht möglich. Es ist doch einfach so, tut mir leid. Nee, aber wirklich, was ich ganz gerne wäre, wäre. Are you cold, human insect? Ja, vielleicht schon sowas wie ein Albatros oder so, ne? Also war der Wels wie ein Fels, ne? Aber wirklich ein Tier, was fliegen kann. Ist doch voll entspannt so. Kondor, ja, Albatros oder sonstiges. Einfach ein Riesenvogel. Oder ein Boeing 747 so. Dann liegt dich in der Luft auch nichts mit dir. Wenn du dann in der Turbine kommst, dann hast du aber wirklich Pech. Ah, ganz ehrlich, würde bei mir auch noch passieren. Du wirst das Szenario und denkst dann so, ja, ich hab's eigentlich kommen sehen. Adler auch tatsächlich gar nicht so krass. Also viele sagen immer so, Adler, so der amerikanische Adler, voll das krasse Tier. Adler sind einfach nur die Bitches der Lüfte. Adler werden halt von vielen in der Luft gefickt. Es ist halt wirklich so. Also Adler, so der amerikanische Adler, so dieser Traum von Freiheit. Ganz ehrlich, dieser Weißkopfadler, den die da ausstrahlen, das ist einfach nur ein Pussy-Tier. Das kann halt nicht mal was oder so, das leidet einfach nur. Ich denke einfach, das liegt dran, dass einfach Adler so bekannt ist. Meinst du durch die amerikanische Flagge? Genau, ich denke, wenn du so an Raubvogel denkst, ist so Adler, Falke, sind so die ersten, die dir in den Sinn kommen. Aber Adler ist halt wirklich, also Adler ist nicht unbedingt der stärkste Vogel in der Lüfte, ne? Sogar der deutsche Adler ist stärker als der Weißkopfadler, den die Amerikaner so stolz auf ihrer Flagge präsentieren. Kann halt nichts, der Adler. Okay, wollen wir gegen Hexer lang? Eigentlich will ich bei den Hexern noch Totem und Portal rausziehen, weil ansonsten haben wir Probleme. Andrea, Alter. Ich will gerne Schaf, immer Gras nehmen und immer ungeschoren davon kommen, wenn ich Stoff überall mit hinnehme. War auch wieder so ein schlechter Spruch. Es ist nicht so schlecht gewesen. Wird da gefallen. Ein Habier. Können wir noch mit Nagelfahr ziehen? Königin, ja, eigentlich nichts Tolles. Nagelfahr vielleicht für die nächste Runde. Eigentlich will ich pushen, aber wir haben keine gute Hand zum Pushen. Das ist das Problem. Das ist das Dilemma. Warum spielen wir überhaupt einen Leuteraum, wenn wir sowieso keinen Angriff haben in Form von, wir können irgendwas wahrscheinlich zum Bewegen einfach nur? Damit wir gegen Jackpot unser Gift reinigen können. Yet another horn. Das ist wichtig, aber wir spielen doch sowieso. Na gut, wir haben Jigen, ne? Und Oswald und Goliath. Also ja, es kann schon Sinn machen. Ich meine, es geht. Ich glaube, du hast einfach nur so wilde Jagd eingeben und dann alles angeklickt. Ja, alles, was wilde Jagd. Okay, das spielen wir. Das jagt. Okay, wir werden trotzdem mal ein bisschen Druck. Oder wollen wir Druck machen? Eigentlich will ich keinen Druck machen. Aber auf einer langen Runde, vor allem mit Portal und Totem, habe ich halt echt Angst. Na komm, wir passen. Der frisst doch einfach den ganzen Frost mit seinen Hexern ab und wir machen keinen Schaden. Wildhand Frost ist immer noch kacke. Also diese Änderung ist zwar ganz nett, aber wenn du betrunken bist, spielst du die sowieso nicht aus. Und ich kann sowieso in die Fascherei. Und so an sich ist es halt dieser eine Punkt gegen die aktuelle Meta. Ich weiß nicht, ob der so viel bringt. Ja. Ich denke, wie gut war Frost vor dem Buff? Sehr schlecht. Wir haben letztes. Wir haben Frost nicht mehr auf YouTube hochgeladen, da weißt du, wie schlecht Frost einfach war. Okay. Ja, eben. So eine kleine Änderung macht halt. Also es kann schon was bewirken, aber es macht halt nicht so einen großen Sprung, dass jetzt dann ein schlechtes Deck jetzt auf einmal spielbar. Also. Auf einmal so, das Top-Tier-Meter Überdeck, bitte kein Goliath. Bitte Goliath. Shaky, warum bist du gegen. Du bist in meinem Stream, warum bist du gegen mich, Shaky? Oh. Hab ich vergessen? Muten? Sorry. Mann, ey. Wieso bin ich Meister der Witze? Das habe ich ja noch nie gehört. Außerdem habe ich, glaube ich, noch. Ich habe keine Witze auf Lager. Wahrscheinlich, weil du bei deinen Kanalpunkten immer so die Möglichkeit hast, so einen Witz zu erzählen. Okay, wir brauchen jetzt, um diese Runde zu gewinnen. Ja, das habe ich aber rausgenommen, nachdem ich alle meine 5 Witze erzählt habe. Ich so, okay, Leute, ist gut. War nichts weit. Ich hab keine Witze mehr, es tut mir leid. Ich so, mein Notizbuch rausgemacht, so, es ist vorbei.
Mehr könnt ihr jetzt auch nicht erwarten. Man hat sich von mir nie was erwarten können. Aber Schalke, spielerisch warst du doch immer mein Vorbild. Inwiefern? Keine Ahnung, weil du der bessere Spieler von uns beiden warst. Was? 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 Hab ich es nie erzählt? Erstens, no. Ich weiß nicht, wieso ich erstens gesagt habe, weil es gibt kein zweitens. Er killt uns jetzt das komplette Feld mit seiner Anführerfähigkeit. Und der Hexer, es fängt einfach, alles fängt diesen Frost in diesem Deck ab. Es ist scheißegal. Mhm. Portal, Zweihänder, Totem, alles Wolfer. Fängt den Frost ab. Weil der Wolfgang Frost kannst du auch komplett in die Tonne treten. So. Hardcore. So, gegen, okay. Wir hätten pushen müssen. Only the pure white and snow. All else disgusts. Musst du nicht immer pushen mit Monster? Ja, weiß ich gar nicht. Zweite Runde pushen, dann. Theoretisch eigentlich schon. Auswähle. Jackie, erzähl uns einen Witz, komm schon. Sulamor will jetzt einen Witz von dir wissen. Er ist schon enttäuscht. Ich will ihn noch nicht noch mehr enttäuschen. Im Stream gab es immer Witze. Es hat 3 Flachwitze gegeben. Und das Gute daran war, an dem Ding, ich habe so an erzählt und dann ist der Chat einfach durchgedreht und jeder hat seine Flachwitze rausgehauen. Und dann hat so ausgeschaut, als würde ich sie bringen, dabei habe ich sie gar nicht erzählt. Ich habe nur an schlechten Anfang gebracht. Das war so mein Vorteil. So, jetzt dann haben alle so positive Erinnerungen, denken so, oh, Schalke, das war der Witzekönig. Dabei ist so, was ist das? Dabei hat Schalke nie was gerissen, Schalke war einfach nur da. Ich habe so einfach alles an... Who wants to taste Gallagher Steel? Jetzt haben wir noch eine Goldkarte im Deck drin, Goliath. Naja, Goliath. Okay, erstmal Auberon. Wir haben noch die Dominanz. I have lived long and seen. Haben wir die Reiter schon rausgeholt in der ersten Runde? Ja, haben wir. Ja. Okay, Reiter brauchen wir nicht. Ja, nein. Mannschaft. Ich meine, wir haben hier vorne 3. Wir könnten hinten 4 Frost. Ja, machen wir 4 Frost. We've caught another taskmaster. Gib nochmal dem Nebling Punkte. Frost, pam, pam. Ich weiß gar nicht, ob er so viel hat, Punkte hat, um seine 2 Hände wieder hochzuheilen. Natürlich, dreimal auf den, dass uns die Dominanz flöten geht. Warum auch nicht? So, warum? Weißt du, wir haben 4 Karten auf dem Feld, aber er trifft mit 3-mal zufälligen Schaden genau 3-mal die eine Karte. Nein. Und er ist jetzt so voll unlucky, Alter. Ich wollte eigentlich mit Bombe die Königin des Winters wegräumen. Aber wir verlieren die Dominanz. Ja, das ist seit jahreslanges Training. Vor allem, wir haben viel zu viel Frost irgendwie, ne? Wir haben jetzt nochmal Jeels in Doppelfrost, so. Wir haben viel zu viel Frost irgendwie in dem Deck. Man, Boost ist wenigstens ein Nebel. Der auch irgendwie die stärkste Karte im gesamten Deck ist. All that dancing around. It's not for me. Ja. Den können wir nach vorne bewegen. Dann können wir noch einen von denen nach hinten bewegen. Hat kein Avalach ein Portal gezogen, ist aber merkwürdig. Wahrscheinlich ist es jetzt so einer der Spieler, der noch Morgwak spielt. Wie war eigentlich das Open? Sind da neue Decks rausgekommen oder waren da nur die Decks? Ah, größtenteils dieselben Decks. Also Syndikat wurde halt auch meistens gebannt, dann hast du Nördliche gesehen, dann hast du Nilfgaard gesehen und halt Skellige, weil das zweitmeiste Deck so. Der aber gewonnen hat, hatte tatsächlich Monster gespielt. Fehlt oder gebannt? Was? Was hast du gesagt? Der gewonnen hat? Der gewonnen hat Monster gespielt am meisten, ja. Ah, okay. Monster gespielt. Gut, den brauchen wir sowieso nicht mehr. Oh, Schalke, das könnten wir gewinnen.
Das könnten wir gewinnen. Er kriegt noch Frostschaden und wir haben noch einen Fatpoint-Finisher. Haben wir hier genau ausgespielt? Ja. 5 Frost auf dem Feld. 14, ja, wir haben noch hinten. Also er kriegt hinten, na gut, kriegt er keinen Frostschaden mehr. Er natürlich hat er einen Axi. Any last words? Aber egal, wir haben trotzdem gewonnen. Wild Hunt Frost! Wie hast du die lange Runde gewonnen? Er hat kein Portal gehabt. Er hat dafür einen Axi gehabt. Wie hast du die lang? Durch Skillshake, ja, einfach durch puren Skill. Genau so wie er den Platz genommen hat, einfach. Wie hast du gewonnen? Wir waren nicht unfassbar lucky, wir hatten einfach nur puren Skill. Also Wild Hunt Frost ist schon deutlich spielbar besser als vor dem Patch, weil wir haben es vor dem Patch probiert, da ging es überhaupt nicht. Also der Buff hat in dem Game auf jeden Fall einen Unterschied gemacht. Ja, die paar Punkte machen schon einen Unterschied. Man sollte es nicht verderben, ne? Es fehlen trotzdem immer noch so ein paar Karten vielleicht, weil Frost hat halt keine starken Tempokarten, die jetzt mit der letzten Erweiterung dazugekommen sind, ne? Ja. Aber wir haben um zu viele Punkte verloren, also ich weiß nicht, ob es ausgereicht hätte. Es kommt, glaube ich, 10 Punkte oder so am Ende. Abklingzeit abgeschlossen, der Hype-Train ist jetzt startklar. Finde ich auch immer schön, wie sie es ankündigen. Ey, du kannst jetzt wieder einen Hype-Train starten. Ja, aber ich jetzt hast du leider keine Fässer mehr zum Aufmachen. Ja. Oh Mann, ey, diese eine Karte, ey. Das ist, wir wollten sie so unbedingt ziehen. Und wir haben, wie viel Fässer, ich muss gucken, wie viele Fässer wir auf. Ich glaube, wir haben noch bestimmt 1000 Fässer aufgemacht und haben diese eine Karte, die wir wollten, nicht gezogen. Wo ich reingekommen bin, hast du gesagt 800. Ich weiß es gar nicht mehr. Oder 600. War es 600 oder 800? Ich will auf jeden Fall sehr viele Fässer haben wir aufgemacht. Ich könnte theoretisch gleich nachgucken. Und gemeinsam haben wir noch die 100, die 150. Wir haben alles aus. Wir haben alle unser Erz und alle unsere Schlüssel ausgegeben, um diese eine Karte zu ziehen, weißt du? Und dann kommt so Trinet so nach, oh, die Karte, wir haben so nach 250 Fässern gezogen, oh, die Karte ist ja eigentlich voll gut, weißt du? Und wir, ja, leck mich. Haben es einfach nicht gezogen. Und hier mir der 50% Chance. Ja, also bei 400 Fässern hast du eine 50% Chance. Die haben 1000 aufgemacht, dann haben sie nicht gezogen. Verlasst euch niemals auf Statistiken, weil auch Statistiken können euch halt richtig hart treffen. Die Snuff Trinet. Madog, jetzt kommen noch die Krähen. Man kann sie noch nicht herstellen, Boogeyman, leider. Erst nächsten Dienstag. Die gibt's auch am Freitag, gibt's die Karte komplett umsonst. Aber ich hätte sie ganz gerne schon vorm Freitag gehabt, weil so dein einziges Ziel wirklich als Content Creator an Gwent ist es halt, die neuesten Karten so schnell wie möglich zu zeigen. Das ist dein einziges Ziel. Du willst nicht hoch pushen, du willst halt einfach nur die Änderung zeigen und du willst die neuesten Karten zeigen. So. Das heißt im Prinzip, dass ich die Karte nicht gezogen habe, ist halt für mich als Content Creator relativ doof. Weil viele Leute so, oh, ist die Karte gut, so. Westphalen hat schon geprallt, die Karte ist voll stark, so, und wir können sie einfach nicht zeigen. At last. Ziehen kann man sie schon, ja. Ich denke, die Karte hat halt so. Er haut Portal, erste Runde raus. Das ist so gut für uns. Wir haben vor allem gegen einen gewonnen, der kein Portal gehabt hat. Der hat jetzt auch kein Portal. Der hat jetzt Portal, er bei erste Runde benutzt. Ja, ja, meine ich. Er kann es mehr für die letzte Runde. Sorry. Das, Komm schon, jetzt noch Totem. Wenn er jetzt noch Totem raushaut, dann ist es so gut für uns. Oh. Spiel das Totem. Jetzt ist er in Führung, jetzt ein Portal schon. Ich denke nicht, dass das so. Aber ich finde tatsächlich so, ich meine, klar, wir machen jetzt tatsächlich, also jetzt aktuell in den Spielen, wir machen halt mehr Spielfehler. Ne? Wir sind jetzt vielleicht nicht so die 100% konzentriertesten, aber momentan haben wir einfach nur Spaß an Gwent, da kommt eine Bombe. Mhm. Es ist halt einfach nur so zu spielen, weißt du, so betrunken zu spielen, auch wenn du Spiele machst, das ist irgendwie das Lustigste, was du machen kannst, finden. Okay. Ich benutze noch einen weiteren an Eroberer. Auch wenn wir keinen Frost haben. Nothing rivals skinning a unicorn. Their hair so silky. Bin auch kein Frost mehr. Warum haben eigentlich die Anelder, also ich weiß es halt momentan wahrscheinlich nicht, aber die haben ja die Einhörner gejagt und es kam ja auch in den Büchern vor, ich habe es nur komplett vergessen. Weiß einer genau einen Grund, warum die Anelder die Einhörner gejagt haben, was es damals für einen Grund gab? Das wurde auch in den Büchern behandelt, aber ich habe es leider komplett vergessen. Aber wahrscheinlich einfach pure Einhornhass. Haben sie nicht, haben die Einhörner nicht die magische Kräfte gehabt oder so? Vielleicht wollten sie das verhindern.
Die haben einfach, die Anelle haben einfach My Little Pony gehasst. So voll die scheiß Kinderserie, bringen wir alle ein. Die haben einfach die ganze Zeit so auf Super RTL geschaut. So, ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Weißt du, das ist, wenn Hate zu krass geht, weißt du, dann ist es halt, oh, ich mag My Little Pony nicht. Dann fängst du an, alle Einhörner umzubringen. My Little Pony, schlachtet sie ab! Okay, was passiert, wenn man die falschen YouTube-Kanäle abonniert? Also immer schön auf Kavo bleiben. Irgendwann schlachtet ihr auch Einhörner ab, wenn ihr euch die falschen YouTube-Kanäle anguckt. Guck mal, er will pushen. Aber wir geben ihm den Push nicht. Wir werden sogar noch eine Anführerfähigkeit benutzen. Ich glaube, die wollten das Elfenbein. Jo, es kann auch sein. Die wollten einfach das Elfenbein haben. Ich finde auch, warum ist die Königin eigentlich so gemein? Weißt du, die kommt raus und sagt, ihr werdet niemals den Frieden kennenlernen. Warum ist sie so gemein? Ich meine, die sitzt die ganze Zeit nur so auf dem Thron, macht nichts so. Hat einfach nur ein bisschen Frost, wird jetzt sogar durch den Nord... Ne, die wird nicht durch den Nordwind zerstört, ne? Natürlich kriegt die fast alle Bombenschläge ab. Komm schon, push uns! Du hast nichts mehr für die nächste Runde! Wir sind Monster! Du willst nicht gegen Monster in die kurze Runde, aber du versuchst es trotzdem. Auf Teufel komm raus! Und wir haben einfach noch alles. So ein Nebling ist schon sexy. Der Nebling, der sich durch Frost bufft, das kannst du auch keinem erklären. Okay, wie viel willst du? Stimmt eigentlich auch, auf das er noch gar nicht geachtet. Der Nebling kriegt einfach den meisten Buff durch Frost. Ja, er profitiert einfach am meisten von allen Karten. Einfach von. Es ist ein Nebling, der durch Frost. Ja. Der Nebling einfach noch nie in seinem Leben Schnee gesehen. Und dann kommt er aufs Feld so: Oh, Frost! Oh, Frost! Pff, Tom. Eis, Eis, Baby. All that dancing around. It's not for me. As dead as a Grisa. Könnten noch bewegen, aber eigentlich müsste man es nicht. Klar, Meadow kriegt jetzt zwar Schaden, aber ich weiß nicht, ob er noch wirklich eine Bombe hat. Wir machen gerade richtig Druck so. Der kriegt die Karte nicht wieder. Hm. Der kann seine Anführerfähigkeit behalten, aber der kriegt die Karte halt nicht wieder. So. Für lange Runden, Thrive und Frost, das kann schon funktionieren. Kann schon übelst reinhauen, ne? Das ist eiskalt einfach nur. Ich meine, wir spielen gegen auch gegen Krachan Crate. Also, Krachan Crate ist sowieso gegen Eredin in Witcher 3 einfach gestorben. Der hat nichts gemacht, so. Ja. Ich fand den immer so voll den mega coolen Charakter, weißt du? So voll der nette Charakter, so voll... Ja. Eigentlich voll stark, weißt du? Und im Endeffekt, er hat nichts gerissen. Er ist einfach nur gegen Eredin gestorben. Ja. Er hat seine glorreichen Tage halt schon hinter sich. Ja. Also da konnte nichts mehr wirklich reißen. Noch Bienenphantom, ja noch zwei. Wir haben auch perfektes Thinning eigentlich. Eigentlich ist das Thinning in diesem Deck gut. Wir ziehen immer jedes Match, egal was wir jetzt gespielt haben, wir haben immer unsere Goldkarten gezogen. Mhm. Guck mal, da ging er noch so mit dem richtigen Kartennachteil versucht noch hinterher zu kommen, aber er schafft es einfach nicht. Double the coin and consider it double. Sogar jetzt mit dem Stratagem. Okay, wir holen mal noch das Bienenphantom raus. Immer noch die Dominanz, buffen uns hoch, der kann einfach nichts machen, so. Naja, kurze Meta-Runde. Der Nebel, ja klar, der Nebling würde mit Nebel funktionieren. Das Problem ist, du kannst doch nicht Nebel so aufs Feld scheißen wie Frost, ne? Durch ja. Art Gave, durch die ganzen Wild-Hunt-Units ist halt Frost schon besser für den Nebling. Aber er heißt einfach noch Nebling. Ja, es gibt einfach nicht so viele Karten, die hätten mit Nebling bekommen. Ah, mit Nebel gefunden. Ich glaube, Nebel wäre auch für Frosten relativ. Oh, guck mal, wir ziehen sogar die Larven. Ja, ist perfekt. Und wir haben auch die Reiter am Deck drin. Ja, aber halt nicht so. Larven sind? Oh, Larven sind super. Oh ja, die Reiter. Ah, Larven. Muss ja die dritte Aufruhrung kommen. Und dann die Aufruhrung. Und dann noch Art Gave. Maximal, gut, Art Gave werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen für maximal Frost, aber wir können nächste Runde ausspielen.
Du hast noch ein Leder, gell? Nicht vergessen. Naja. Ich vergesse immer noch ein Guck mal, nimmt sogar beide Larven weg, ne? Gandalf. Er nimmt sogar nicht die Larven weg. Okay, dann machen wir erstmal das. Verschieben den Runde nach vorne. Pity creatures. They shall not. Wir haben nicht die Dominanz, also irgendwie können wir den Nagel fahren nehmen. Weißt, der heilt sich wieder hoch, aber mein Gott, was soll man machen? Haben eh nichts anderes zum Angreifen. Auberon ist auch, also gerade Auberon hat von diesem Wild Hunt Frostbuff, glaube ich, am meisten profitiert, weil es jetzt nochmal 2 Punkte extra. Und wenn es wirklich optimal läuft, kriegst du mit Auberon halt für 15 Provisionen, für 12 Provisionen 15 Punkte hin, was ziemlich stark ist. Plus, du kannst noch deine. Nach wie vielen Fässern hattest du die Karte, Kafu? Bei mir waren es 500. Wir haben 1000 aufgemacht, Gandalf, wir haben die Karte nicht gezogen. Wir haben alle unsere Ressourcen ausgegeben, wir haben die Karte nie gezogen. Nimm den Auberon weg, den brauchen wir sowieso nicht mehr. Ist egal, der Auberon ist uns jetzt vollkommen egal. Was willst du tun, hä? Ich bin aber auch gut getroffen. Kann auch knapp werden. Noch ein bisschen Frost. Natürlich hat er noch ein Megaskop. Aber wir haben noch den Goliath. Und wir haben noch unseren 14 Punkte und er kriegt nochmal einen Frost-Tick ab. Er kriegt nochmal 10 Punkte, das heißt, er liegt eigentlich schon 3 Punkte vor uns. Das ist seine letzte Karte. Quen hat er schon raus. Hitzewelle. Hitzewelle macht nur 10 Punkte. Ich glaube, er gewinnt. Nee, wir gewinnen. Nee, wenn Hitzewelle ist, easy win. Easy win. So Frost gegen skellige Hexer, immer noch easy win, ne? Ein neues Counterback. Ja. Eigentlich ja nicht wirklich, aber... Die Hexer, also ich weiß, die Hexer wurden so gut auf Turnieren gespielt und so häufig auf Turnieren gespielt, die Hexer sind eigentlich ein Red Coin Deck. So auf Blue Coin sind die halt echt schwierig, außer Ranged, aber Ranged hat auch das Turnier nicht gewonnen. Hexer ist halt, weiß ich nicht, ne? Nur weil du das Deck von Ranged spielst, heißt es das nicht, dass du automatisch so gut bist wie Ranged. Ich glaube, bis du am Ranged drankommst, da musst du halt noch eine Menge lernen. Der Talent schaut gut aus. Es ist immer noch 0-0. Weißt du, das ist halt so, in Gwent hast du EM immer noch... Ich habe gar nicht verfolgt diesmal. Ich auch nicht, die war mir so vollkommen egal. Ja, wirklich. Ich find's halt auch gut, weißt du, so Italien, Spanien 0-0, also ganz ehrlich, die 400, die 1000 Fässer, die wir aufgemacht haben, die waren jetzt nicht wirklich spannender. Der einzige Unterschied ist, die Spieler betrinken sich nicht, wenn sie einen Torschuss daneben landen, wir schon. Oh, es wird auch langsam dunkel draußen. Wie sieht es eigentlich momentan so mit der Facecam aus? Ist es besser so? Also ich will die momentan die Lichter nicht anmachen, weil ja, die Lichter sind momentan. Meinst du, weil du im Dunkeln bist? Ja, ich bin gerade voll im Dunkeln. Ja, ich sehe schon, aber was meinst du mit Facecam? Was ob die Facecam hell genug ist, so. Ob das so machbar ist, so. Das Problem ist halt, ich habe Dinge. Ja. Ich habe so eine Foto. Wenn du es ausleuchtest, sieht man halt einen Streamer, der Hoffnung hat. An sich glaubt und das Gute in der Welt hofft. Und jetzt ja, Schalke, hör auf zu reden. Runtergekommenen Streamer, der keine Hoffnung mehr hat und was, der keine Hoffnung mehr. Ich bin gegen Nilfgaard, keine Hoffnung alles mehr. Alles ist ihm genommen worden. Es ist ihm nichts mehr geblieben. Aber ja, also ich schätze es. Es passt gerade. Hat all seine Ressourcen für eine Karte ausgegeben, die es sowieso in 3 Tagen umsonst gibt. Alles weg. Aber ich glaube, das ist so bitter. Es kommt gratis raus in 3 Tagen. Es kommt, ja komm, jetzt lacht sogar Shaiki mich noch aus. Weißt du, wenn Shaiki dich auslacht, bist du echt tief gesunken. Habe ich die wilde Jagdkarten abgelegt, die Hunde? Echt? Habe ich gerade echt abgelegt oder habe ich nie gezogen? Ich habe nicht abgepasst. Ich auch nicht. Ich gehe mal noch auf meinen Nudeln schauen. Ich auch nicht. Du bist so am Spielen so. Ja, ich bin so am Spielen so. Das ist die Geschichte aus deinem Leben, ja. Keine Ahnung, welche Congress. Du musst mir einen Anhaltspunkt geben. Irgendein Thema. Gegen Nilfgaard. Eine Saufgeschichte. Oh, ich habe gar nicht so viele Saufgeschichten. Long live the Emperor. Tatsächlich habe ich nicht so viele Saufgeschichten, wie man vielleicht ganz gerne hätte.
Ich habe eigentlich in meiner Vergangenheit relativ wenig Alkohol mal getrunken. Das Einzige, was mal war, wir waren mal irgendwann was trinken, da hatte ich so eine Saufgeschichte. Und dann hat sich ein Kumpel, oder nicht ein Kumpel von mir, sondern natürlich kriegt er den Fäulemacher mit dem Joachim raus. Das ist wieder so dieses One in 15 Lack, so. Trifft auch noch den Joachim, ne? Ja, muss ja auch an. Also, hätte ja auch gar nicht anders sein können. Was ist passiert? Er hat mit dem Joachim den Fäulemacher getroffen. Das perfekte Treffer. Achso, ja, klar. Auch rein, Dulli. Saufgeschichte, wir waren damals was trinken mit Julia und dann hatte Julia einen Freund von ihr mitgebracht, also nicht ihren Freund, sondern einen Freund von ihr. Und wir haben dann halt quasi, ja, er wollte sich dann irgendwo hinsetzen auf eine Parkbank, wollte erstmal sich eine Zigarette drehen, worauf wir alle natürlich überhaupt keinen Bock hatten, weil wir wollten weitergehen. Und dann hat er sich auf die Bank gesetzt, die Bank war angekettet, wie es in Berlin so ist, weil abends die Möbel da geklaut werden. Und ich habe dann halt so ein bisschen an der Bank gezogen, habe die ganze Bank mitgerissen. Und dann konnte er halt nicht mehr in Ruhe trinken. Oder sich in Ruhe seine Kippe drehen. Und das hat ihm nicht so gefallen. Das war eine Saufgeschichte aus Berlin. Ich habe eine ganze Parkbank mitsamt Kette von der Wohnung weggerissen. Einfach, weil du nicht 5 Minuten warten wolltest. Ja, einfach, weil ich keinen Bock hatte. Weil er setzt, weißt du, wir gehen so, wollen zur Bahn, wir wollten unsere Bahn kriegen und er setzt sich dann da einfach hin, weißt du, und sagt so, ja, nee, ich will jetzt hier eine Kippe drehen. Boah. Na, spielt dann voll. Der Hound wird kaltescent. You humans, so brittle. Was ist mit Akela passiert? Letztes Open? Da habe ich den Kontext nicht. Also, er hatte einen Disconnect im letzten Game. Oh, war er das im Finale? Ja. Mein okay, ich würde sagen, wir passen. Wir müssen zwar eine lange Runde gegen Maskenball spielen, was relativ kacke ist, aber mein Gott. Gute Nacht, Dulli. Erzähl eine Angelgeschichte. Oh, er haut sogar noch den Roderick raus. Out of the way, in die Yennefass-Beschwörung. In den Joachim. Er klaut sich Joachim so nochmal. Ja, moin. Er kann nächste Runde so viele Joachims beschwören. Er hat Joachim so auf der Hand. Er kann Joachim nochmal durch Goto Gwett und Cantarella spielen. Angelgeschichte. Kumpel hat damals einfach so aus Jux geangelt. Ohne Stahlvorfach. Hat auf einmal ein Hecht an der Angel gehabt. So, keine Ahnung wie. So, auf einmal, es hat auf einmal ein Hecht gebissen. Ne? Und für die, die Angeln nicht kennen, Stahlvorfach ist gerade, wenn du so auf Raubfische wie Hechte angelst, ziemlich wichtig, dass sie die Schnur nicht einfach durchbeißen können. Und dann haben wir den Hecht halt ohne Stahlvorfach. Er hat ihn erstmal geangelt, hat ihn ins Boot gezogen. Der Hecht war dann natürlich im Boot drin und der ist ja erstmal durch dieses Boot halt so durchgebapst. Ne? Normalerweise, Fische, bevor du sie tötest, musst du normalerweise betäuben. Das heißt, du musst ihn irgendwie einen Schlag auf den Kopf versetzen, dass es halt keine Tierquälerei ist, wenn du ihm ein Messer ins Herz stichst. Und bei ihm war das halt so, Fisch, erstmal ohne Stahlvorfach, erstmal übelst der Kampf, dass das Ding ins Boot gekommen, und dann hat er halt quasi, ja, den Ding, wir hatten halt quasi gerade auch ein bisschen Bier getrunken, aber nicht so viel, also ich eigentlich nicht. Sein Bruder hat dann quasi halt den Fisch mit einer Bierflasche auf den Kopf gehauen, dass der erstmal betäubt ist, weil der ist im Boot rumgeschwommen. Wir waren alle barfuß im Boot drin, weißt du, der Hecht ist da durch dieses Boot einfach so voll abgegangen und wir hatten alle Angst um unsere Füße, weil wenn ein Hecht dich beißt, das willst du wirklich nicht haben. Das ist quasi so ein No-Go, wenn Hecht dir in den Fuß beißen kann. Nein, danke. Okay. Ich will eigentlich Oberon als allererste Karte ausspielen, aber dann verliere ich 2 Punkte durch den Frost. Ne? Mannschaft könnte ich noch ablegen. Rote Reiter. Mannschaft. Okay, wir haben nicht wirklich besser gezogen. Aber wir nutzen trotzdem eine Mannschaft. Das war eine Angelgeschichte. Akelas Laptop im Finale den Geist aufgegeben. Aber er lag auch schon 2-0 hinten und er musste 3 Runden gegen Jackpot gewinnen. Also ich denke, so oder so, er hätte das Spiel verloren. Ja, komm, aber ich glaube, da gibt es ja trotzdem Preisgeld auf bessere, oder? Wenn du angenommen 3-1 verlierst oder so. Weißt ja, du, also du kriegst ein bisschen besseres Preisgeld. Also so oder so, er hätte wahrscheinlich das Finale verloren. Und ich glaube, ihm ging es auch so ein bisschen mehr noch um den Platz in der Weltmeisterschaft.
Kennst du Robert Mark Lehmann? Ist das ein Fischer? Also ich habe... vielleicht habe ich den Namen schon mal irgendwo gehört, aber sagt mir gerade nichts, überhaupt nichts hier drum. Okay, ist natürlich doof, weil wir brauchen mit eigentlich eher dann die Dominanz. Aber die kriegen wir auch. Wir spielen erstmal den Nebling aus. 11 Punkte beim Ausspielen, Heiliger. Schon ordentlich. Sollte man nicht unterschätzen. Vor allem Vincent hat er schon rausgespielt, so mit Maskenball kann er ihn nicht vergiften. Okay, wir brauchen Verschieber. Oh, der Kraftmeier. Kraftmeier ist so gut. Oberon ist so gut. Oberon ist einfach so... Boah. Frost. Einfach purer Frost. So. Das ist die durstige Marmelade. Was will er vergiften? So? Er kann eine 7er vergiften bei uns. Ne? Naja. Aber ja, Akela musste alles wieder nach vorne spielen. Ja, Akela musste halt im Finale dreimal gegen Jackpot gewinnen. Das wäre wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich gewesen. Er spielt sogar mit Nilfgaardischen Ritter. Junge, der wird halt noch irgendwas haben. Wie einen... Ja, das ist das Dumme, ne? Wir kriegen halt... Noch ein Wildgefahrt? No. Naja, wir kriegen leider nicht die Dominanz für die Runde. Wir hätten vielleicht sogar nach vorne verschieben sollen. Okay, er blockiert, klaut Eredin. Mit 7 Punkten. Banama zerstört ihn auch. Na, er kriegt noch Schaden, ne? Also. Er kriegt Schaden, wir sind noch vorne zur Zeit, deswegen. Wir haben nur den Goliath, der den Maskenball halt noch komplett gar nicht ausgelöst. Ne? Ich weiß nicht, ob er noch irgendwie zwei Adlige auf der Hand hat, das ist das Problem. Wenn er jetzt den Maskenball natürlich auslöst, die stärksten Karten kann er uns momentan nicht so unbedingt zerstören. Oh, er kriegt nur Surfer. Okay, ist vorbei. All I do, is do for the Empire. Arsenic or Nightshade. Jetzt können wir auch, wenn wir wollen, Goliath ausspielen. Hast du in den letzten drei Karten was? Schon ist ja wahrscheinlich. Ja, wir haben noch Giles, Giles in Nagelfahr, Giles in Oswell. Maulhelm, das ist noch ein weiteres Gift. Achso, nee, kriegt er nicht, weil der muss hinten gespielt werden. Ja, er muss hinten gespielt werden. Also wir haben Giles in Nagelfahr, in Oswell, in Jägen. 12, 14 Punkte, aber er wird einen Leoborn Hart noch haben und dadurch wird er gewinnen halt um 3 Punkte. Nehme ich sehr stark an. Vincent ist schon raus. Ne, er hat die Abdrücke, okay, er hat verloren. Mit der Tower Removal? So? Verloren. Okay. That's the right shot. So. Oh Mann, das Deck ist einfach zu stark. Da kannst du nichts gegen machen, so. Ja, der hat jetzt keine Chance. Also ja, vor allem der Schleier blockt halt den Nilfgaard-Maskenball. So, kannst du nichts tun. Er hat schon so gut mit Joachim, so kannst du halt einfach nichts machen. Das ist ja nur Nebling. Das ist auch nice. Die Neblinge sind echt gut in dem Deck, weshalb ich die echt ungern rauskicken würde. Auch wenn wir zwei haben. So, der eine Nebling wird wahrscheinlich... Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn du zwei spielst, ist einfach, dass du einen ziehst. So. Das ist die Wahrscheinlichkeit bei zwei Neblingen halt. Ja. Und das ist halt der Vorteil in diesem Deck. Aber ansonsten, Frost, diese ein paar Punkte, ne? Ich weiß, haben die in der letzten Runde diese 7 Punkte ausgemacht? Ich meine schon allein Auberon plus Kraftmeier, wie viele Wild Hunt Units haben wir gespielt? Aber diese Punkte können halt eine Differenz machen, ne? 3-4. Ja. Also es ist nicht so, dass sie so schlecht sind. Man sollte, glaube ich, Frost nicht, man sollte definitiv kein Deck in Gwent unterschätzen. Weil selbst das schlechteste Deck kann dich relativ hart treffen, wenn es dich hart trifft. Weißt du? Ja, das kann ich hart treffen, wenn es dich hart trifft. Weisheit mit Karfu.